Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße euch bei einer weiteren Runde Finster und Böses Diablo 3. Das Spiel war heute Abend schon böse zu mir, muss man ja mal so sagen. Also, ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es mit der Aufnahme nichts wird. Ja, das war echt haarscharf. Das Spiel wollte er nie loswerden. Ja, absolut. Absolut, absolut. Aber wir haben es noch hingekriegt. Wir können weitermachen und wir freuen uns darauf. Ja, genau. Wir sind heute ein bisschen woanders als beim letzten Mal. Ich bin auch leicht verwirrt, aber wir machen das schon. Ja, weil es ja eigentlich auch irgendwie der Normalzustand ist. Ja, ne? Wer warst du doch gleich? Was? Wie? Keine Ahnung. Gehen wir doch einfach mal rein. Schauen wir mal. Genau. Wir gehen jetzt mal rein, genau. Ja. Also wir waren das letzte Mal wohl beim anderen, aber er hat die ganze Karte leider jetzt zurückgesetzt. Wir hatten ja, wir wussten das nicht besser. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass er die Karte nicht zurücksetzt, aber... Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Aber jetzt wissen wir das. Ja, ja, ja. Tschüss. Also wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass die Gegner ein bisschen schwieriger geworden sind. Ja, die halten ein bisschen mehr aus. Ja, ja. Das, ja, definitiv. Also sie fallen nicht einfach nur tot um. Frechheit. Ja, ich finde auch. Ich finde auch, dass das Spiel uns jetzt hier Gegner entgegenwirft, die unsere Angriffe überleben können. Das kann ich nicht gut halten. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Ehrlich nicht. Ja, wir sind hier ich habe gute Fortschritte gemacht. Aber genau, hallo. Deshalb, und? Ja. Ich finde, das sieht man auch. Ja, ja, absolut. So, man sieht es einfach halt. Ja, so, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Wir strahlen das aus. Ja, ich weiß nicht, da ist mir aufgefallen, dass überall Licht um uns rum. Ja, 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 ja. Wobei ich ja dann doch eher so ein bisschen einen dunkleren Charakter spiele. Ne? So. Das ist dunkles Licht. Das heißt, du magst das eigentlich. Ach, dunkles Licht. Ja. Ach so, ja, Schwarzlicht. Ja, genau, Schwarzlicht. Aber irgendwie erscheint mir das diesmal leichter als beim letzten Mal. Ja, ein bisschen, ja. Also es zieht ein bisschen an, ja. Ja. Aber auch noch nicht zu doll, ne? Nö. Ich habe so das Gefühl, da sind so vereinzelt mal ein paar Chars oder ein paar Gegner dazwischen, die sind ein bisschen hartnäckiger. Was hat das mit den Wachtürmen da auf sich? Die stehen dann halt ab und zu einfach mal da und... Und machen die was? Und hauen uns. Ja, die machen komische Sachen. So, die bewachen die Truhe. Hier ist eine Truhe. Ja, die habe ich schon gelootet, war jetzt nichts Besonderes drin. Da bin ich denn ja auch so ein alter Gierlappen. Ne? Das muss man ja mal auch ehrlicherweise so eingestehen. Ne? Verstehe ich gar nicht. Aber du willst ja auch alles deiner Gottheit spenden wahrscheinlich. Ja, genau. Was? Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Ich rede gerade von irgendwas von Kreislauf. Kann natürlich sein, dass wir irgendwie im Kreis laufen, man weiß es. Ja, so ein bisschen, irgendwie so ein Eindruck, der entsteht schon. Ja, ja, ich finde auch. Ja, dass wir uns immer in so alten Gewölben rumtreiben müssen. Naja, allzu alt und so, ne? Ja, aber warum bin ich dann hier? Holla Jungspund. Jetzt darf ich das erstmal für eine Zeit lang sagen. Ein interessanter Gegner. Ich muss mich noch gedulden. Kreise, ich habe die Kreise zu spät gesehen. Ja, was? Du siehst Kreise zu spät? Also bitte. Was für Kreise? Was ist ein Kreis? Oh oh. Oh, irgendwas habe ich eingepackt. Du hast was eingepackt? Unheimlich. War der Jüngste der großen Übel. Aber es war noch nicht so, was wir suchen sollten, ne? Nee, da ist noch kein Haken dran. In seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte. Ich glaube, wir müssen hier weiter, glaube ich. Wurde Diablos Essenz schließlich. Ja, da oben, ne? Da ist jetzt noch irgendwie rüber. Ja, hier so nicht so. Und vor 20 Jahren das, nee, ein weiter. Unergründlichen Abyss verbannt. Nein, auch da geht's weiter. Doch, ein bisschen geht's hier noch weiter.
Immer her damit. Was sind denn Eiletten? Ich habe Eiletten eingepackt. Keine Ahnung, wie genau. Kann ich mir gar nicht erinnern. Was sind Eiletten? Also wenn sie all die Letten genießen hätten, Das hätte ich verstanden, ja. Ja, ja, das hätte mir was gesagt irgendwie. Oh, und dann hättest du in der nächsten Kiste halt Tennissocken gefunden. So. Was? Was? Ne, war schon wieder weg. Ich weiß nicht, das war noch so nach irgendwie so ein. Das hätte auch eins meiner Geister gewesen sein können. Vielleicht. Möglicherweise. Guck mal da drüben. Ach, du kriegst die Situation. Was wollen die denn da alle? Nichts. Die meisten sind schon weg. Wo sind denn die alle? Die sind ja schnell verschwunden. Ja, ja, die haben sich gesagt, wir gehen mal. Vernünftig. Da kommen die beiden Helden. Der dunkle, die dunkle und der helle. Oh, der helle. Ey, das war ein vernichtendes Massaker mit 52 Toten. Finde ich gut. Kann man ja mal machen, finde ich. Ja, finde ich. Sind wir jetzt schneller geworden? Irgendwas ist dann immer, ne? Ja, ja, irgendwas ist dann immer. Vor allen Dingen gibt es, glaube ich, mehr EPs oder so, ne? Da rollt eine Leiche runter. Also eine sogenannte Rollleiche. Rollmops kenne ich ja, aber. Ey, du kennst die Rollleichen, nicht? Die oh, da hinten ist irgendwas. Da ist das Blut. Ja, das sieht gut aus. Oh, 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 oh. Was ist, war das? Oh. Bösewicht. Ein Bösewicht. Was für einer? Jeder Schritt ist toter Bösewicht? Ich weiß nicht. Nur ziemlich böse. Was, noch einer? Ja. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. Nein. Das ist unmöglich. So, der hat sich gravierte Botten. Was? Bitte? Ich hab Botten gefunden. Was sind das? Gravierte Botten. Was sind Botten? Schuhe. Achso. Alte Schuhe oder so. Ich weiß auch nicht. Oh. Die uns Hora drehen. Botten und Bösen. Ja, ich zieh mir nur schon meine Botten an. Und dann das ist eine beeindruckende Schöpfung. Aber ich bin da noch sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nicht wiederholen. Deshalb, ein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen für sind ziemlich viel gesorgt unterwegs hier. Ja, 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 ja. Vielleicht sogar. Massaker! Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Ich muss mich noch gedulden. Was sie mich immer hat, ich muss mich noch gedulden. Ich will das genießen. Achso, ja. Okay. Ach so, husch, husch, husch. So einfach mal so ein paar Leute töten, ist ja auch irgendwie blöd. Ja, ja, lieber so einzeln so und dann langsam. Hm? Könnte ich mir so vorstellen, meine. So, so, du denkst also, meine Helden hat so komische Vorlieben, ja? Ich glaube, ja, ich glaube. Also das, die macht immer so ein bisschen so den Eindruck. So mit so einem Keller da zu Hause und Ledermaske, ja, und sowas in und der da Richtung. Hat man doch lieber ein bisschen immer, also ein Auge auf beim Schlaf am Lagerfeuer. So, ich glaube. Na, ich finde, eigentlich sind die ganz liebe Nette. Ja. So, warte mal. Wir können da oben hingehen, um wieder rauszugehen hier. Ne? Würde ich mal so sagen. Würde ich auch sagen. Ich glaube, hier sind wir durch. Arbeit haben wir gemacht. Bezahlt werden wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja das alte, Leid eines Helden. Ne? Das ist so. Ja. Ja, du machst den Scheißjob, ne? Und dann heißt es auch, nee, komm, Geld haben wir keins. Reicht dir nicht die Anerkennung? Nein, reicht sie natürlich nicht. Von Anerkennung kann sich niemand was kaufen. Ja, aber das hat ja auch immer keiner vorher gesagt, ne? Ja, das ist immer das Schlimme an der Sache, ne? Pass auf, du machst das, du kriegst auch nichts, dann weiß man auch Bescheid. Ja, dann kann man und kann sagen, nee, will ich nicht. Ja, genau, genau, genau. Jetzt müssen wir den zweiten Eingang finden, würde ich sagen. Ja. Und ich weiß echt nicht mehr, wo der war. Aber das, nein, ist auch nicht nett, dass sie die Karte zurückgesetzt haben. Nein. Aber ein paar EPs sammeln halt, ne?
Ich glaube aber schon, das war hier irgendwie auf dieser Seite, ne? Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube, auf die. Ja, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, über die andere Seite gelaufen. Das ist eine Woche her, ich bitte dich. Also mal ernsthaft. Es sei denn, die machen hier auch die Karte immer anders. Ich weiß nicht, ob die auch so Praktikanten haben. Ach so, ja, das weiß man nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Blizzard schon Praktikanten. Aber auch für sowas? Oh, was ist das hier? Oh. Das ist gar nicht nett, was die da gerade machen. Bin ich da eingekesselt? Verlunken. Aua. Und wie? Oh, Kreis! Oh, ein legendärer Kopfschutz. Alter Falter, die waren aber nicht ohne. Das war nicht nett. Nein. Ich möchte mir mal den legendären Kopfschutz angucken. Das war aber nur deswegen nicht nett, weil ich nicht mehr wegkam. Da hat er mich da eingekesselt. Oh ja, das ist 173 Rüstung, 187 Intelligenz, niam, niam, niam. 190 Vitalität, regeneriert 401 Leben pro Sekunde, 303 Leben pro Treffer. Nice. Das ist aber nett, ja. Erhöht den Radius, in dem Gold- und Heilkugeln aufgenommen werden, um 2 Metern. 38,7% Chance pro Treffer, den Gegner zu blenden. Nehmen wir. Das ist okay, ja. Da kann man es mit anfangen. Da kann man noch einen Stein reinbauen, das mache ich später. Lego fällt heute mal aus. Tag. So, Mama war böse. Truhe! Yay! Gib wieder ein bisschen Geld. Wenn wir schon so nichts bekommen, dann. Ja, Alter, hier wirst du ja echt langsam in diesem Zeus. Lass uns aber aussuchen. Ja. Ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich noch mit dem Zeug? Erwecken wir ihn wieder oder irgendwie ja, sowas? Ja, wir erwecken diesen komischen Sultan wieder, der ja eigentlich ein Bösewicht ist. Ja, der ja eigentlich, glaube ich, voll Quatsch. Ja, und der eine Nephilim werden, oder wie immer das heißt, Nephilim, keine Ahnung. Auf jeden Fall will der so eine Art Gott werden, was wir ja eigentlich schon längst sind. Ach ja. Ach, dass wir uns immer alles nachmachen müssen. Ja, total abhängig. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Aua, kannst du dir das mal lassen? Nicht nett. Machst du hier wieder alles kaputt, ja? Nein, ich war das gar nicht. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mein Golem hat's gesehen. Golem? Man weiß es nicht. Okay. So, da wollen wir aber noch nicht rüber, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Wir gucken erstmal, ob wir das hier irgendwie wieder finden. Ja, irgendwie waren die wieder hier auch da. Das sah so aus, wie das so am letzten Mal. Jetzt erinnere ich mich. Hier war ich schon mal. Ja. Und daran kannst du dich erinnern, obwohl das eine Woche her ist? Nur daran, wie das aussah. Ja gut, dann ist es wohl an der Zeit, da reinzugehen. Gucken wir uns mal um. Hallöchen, geh mal zu Hause. Oh, ein Tagebuch. Was? Ein Tagebuch. Sollte ein Schuldzeichen. Gleich wieder in so einem Sonderfall hier, ne? Oh, ich glaube, hier sind die Gegner auch ein bisschen härter als die ersten. Könnte gut sein. Würde ich gar nicht beschreiben. Da lag auch ein toter Abenteurer. Also, Vorsicht. Schwäche überkommt euch. So, Schnauze. Ist auch voller hier. Oder kommt mir das hier so vor? Ja, nee, da ist schon ganz gut was los. Mein hier. Meister wäre stolz. Sie sagte, ihr Meister wäre stolz. Also das ist doch SM-Ecke, gebe ich dir recht. Oh, nicht genug Zorn habe ich. Aber ich muss hier wieder alle verspotten. Machst du dich über sie lustig? Nein, nee, über die doch nicht. Das reicht auch nicht. Eine reicht nicht. Hey. Wo hast du denn da?
Was ist das denn? Ein Wurm. Das ist Papa Regenwurm. So. Hallöchen. Oh, da kann ich ja ganz entspannt hinterherlaufen. Ein interessanter Gegner. Aua. Das ist noch hast du Aua? Nee, nee, alles gut. Ich habe einfach mal pro forma gerufen. Ach so, schon mal vorsorglich, ja? Oh, schon ja, wieder ein legendäres Item. Also wenn man dann auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, vordenkt, ne? Ja, 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 ja. Und du darfst ja nicht vergessen, ich bin eine Frau, also mein Charakter. Ach so, das heißt, du hast eine Vorahnung. Ja. Empathie und so. Gut, dann halte ich mich jetzt lieber von dir fern, wenn du jetzt schon Aua gerufen hast. Kannst du euch vorlaufen jetzt? Nein, nein, das ist dein Job. Du bist der Nahkämpfer, nicht ich. Hier gab's Geld. Was denn? Schnauze. Da unten noch, da unten sind bestimmt noch welche. Da hinten blinkt das auch. Blinken heißt ja meistens Eindruck. Richtung, wie wir gehen wollen. Ja. Da ist Höhle Teil 2, würde ich sagen. Oh. Der Knochensammler. Wieso ist das denn mein Erfolg? Weiß nicht. Da ist aber auf jeden Fall ein Golem. Hab ich, da ist er. Ja, ja. Du haust ihn ab. Nein, 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 das machst du nicht. Nein, ich wollte einen Job abstellen. Oder so. Oh, wieder was Legendäres. Alter, ist heute legendären Tag. Alter, was hast du denn? Was machst du denn da? Tja, ich bin halt gut, ne? Was soll ich sagen, ne? Ja, bescheiden steht dir auch nicht. Nein, bescheiden nein, steht dir auch einfach nein, nicht. Find ich nein, auch nein. Meine Tasche ist voll. Meine Tasche ist voll. So, so. Da musst du wohl eine größere Handtasche dir besorgen, Lady. Jetzt mal diese kleinen Kutschi weg da. Style ist halt nicht alles. So, jetzt lass mich mal kurz mein Inventory gucken, ob da irgendwas ist, was ich wegwerfen kann. Bestimmt. Ja, man nimmt ja so allen möglichen Scheiß auf. Also was habe ich denn gefunden? Ein legendärer Brustschutz. Mal sehen, was er so kann. Hier liegen so viele tote Abenteurer rum. Das macht mir Angst. So, auf jeden Fall mehr Rüstung. 151 Stärke, 139 Vitalität, regeneriert 281 Leben pro Sekunde. Reduziert jeglichen erlittenen Schaden um 50%, solange ihr mehr als 54% eurer Primärressource verfügt. Ja, das wird schwierig, aber trotzdem. Irgendein Haken muss da ja sein. Legendäres Schwert, das ist aber doch eher was für dich. Und wie viel Schaden? Ich identifiziere es gerade. Also 231,4 Schaden pro Sekunde. 104 bis 128 Arkanschaden. Oh, hat Intelligenz drauf. Was? Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 3%, reduziert alle Ressourcenkosten um 6%. Getötete Gegner gewähren 52, ja, plus 52 Erfahrung, 1,6% Chance pro Treffer, den Gegner zurückzustoßen. Das ist besser als meins, wobei ich habe jetzt noch maximalen Zorn 10 Punkte dazu. Warte mal 170 eben. Macht meiner jetzt Schaden gerade. Warte mal eben. Warte mal eben. Und ich mache heilig Schaden. Ist sowieso legendär, kann ich sowieso nicht nehmen. Versuch's doch einfach mal. Warte. Doch, wieso ging das jetzt? Ja, weil ich es noch nicht lange hatte. Ach so. So, wie viel Schaden macht denn das? Bei mir macht das 231 Schaden. Ja, siehst du wohl. Passt doch. Legendäres, das ist aber ein Einhandschwert. Ja, was macht dein Zweihandschwert gerade jetzt? Ja, mehr Schaden. Ich weiß jetzt nur nicht. Nee, ist eigentlich ist das egal, aber dann könnte ich ja noch eine andere Eigenschaft hier, weißt du? Mhm. Steht mir aber. Vielen Dank. Ja, da bin ich ja nicht so. Ich habe aber, warte mal eben, ich muss hier nochmal etwas umbauen.
da ist er. Ich glaube, du warst auch hier. Genau. Sieh doch mal zu, ich habe da ein Schwert gefunden. Das muss ich ausprobieren. Du hast ein Schwert gefunden. Warte das mal. Lacht da. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Nein, hast du nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum du das gar nicht gesehen hast. Aha, das lag da also einfach so, sagst du, ja? La. Na, ich kann aber nicht wirklich Platz machen, muss ich mal so feststellen. Das sieht mal schlecht aus. Also eine blaue Axt brauche ich nicht. Noch eine blaue Axt brauche ich nicht. Die Rüstung kann aufweg. Dann habe ich zumindest etwas Platz geschaffen. Oh, ich habe noch ein bisschen Platz. Oh ja. Eine Urne? So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Jetzt ja, weiß ich habe immer noch Platz. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich hiervon noch gebrauchen kann. Egal, wir gehen weiter. Ich habe auf jeden Fall wieder Platz und jetzt kommt nichts mehr. Wahrscheinlich. Wie das immer so ist. Ja, ja. Du schmeißt all mit dem Schalt weg. Wahrscheinlich hätte der nichts Geld gebracht. Weil ich verkaufe ja einen Grundsatz nichts. Ich schraube ja nur auseinander. Ja, aber trotzdem, ne? Gibt ja dann auch vielleicht. Hey, das war aber auch nicht nett. Diese Kreatur wird sterben. Oh, Kreis. Ja, böser, böser. Oh, noch ein Kreis. Sag mal, wer macht denn hier lauter Kreise oder was? Oh, die sind dann doll. Fand ich jetzt. Ja, ein bisschen Bums gemacht. So. Gibt es später noch Mana-Tränke? Also so hier, nee, oder was weiß ich? Ich glaube nicht. Zorn-Tränke? Soweit ich mich erinnere, nicht. Und was wäre ein Zorntrank? Whisky. Bist du davon immer zornig? Wenn ich ihn nicht kriege, ja. So, da war noch zu viel davon. Oh, will ich mehr. Muss mich noch gedulden. Oh, ich finde das immer blöd, wenn's. Oh, wenn sie einen auch noch einfrieren. Ja. Oh, da ist es auch schon. Siehst du wohl, Quest beendet. Fuck, das sind deine. Nee, das sind gar nicht deine. Wieso greifen die mich denn nicht an? Weißt du doch nicht. Ah, jetzt hat er mich gehauen. Na, sowas aber auch. Dann musst du zurückhauen. Ja, habe ich ja auch. Ach so. Ganz feste. Achso, ganz dolle. Da unten können wir noch mal gucken, ob da noch was ist. Ja, genau, hier ist noch ein bisschen. Ja. Oh, jetzt habe ich ja auch keinen Platz mehr. Na, sowas aber auch. Aber gut, dass wir im Grundsatz mit der Feste durch sind, ne? Ja, ist ein gutes Timing gerade, würde ich sagen. Ja, würde ich auch fast behaupten, ne? So, für, also auch für schnell mal was verkaufen und so. Ja, also, ja, für, also ne? Sozusagen für ein Folgenende gleich. Ah, ja, es bahnt sich an. Quasi. Ja, ja, es bahnt sich förmlich an. Also es liegt in der Luft. Das Folgenende liegt in der Luft. Wir sind gespannt. Werden es die beiden Recken schaffen zu verkaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, wir werden wahrscheinlich überfallen werden. Ja, ja, wahrscheinlich. Würde ich auch mal von ausgehen. Ich finde das auch immer sehr kompliziert, das Verkaufen. Ja, definitiv. Oder das Entscheiden darüber, was ich denn verbraten darf und was ich dann behalte. Cool heißt der, ne? Cool, ja. Soldat. Ja. Ich glaube, der ist okay. Serbe. Ja, okay. Max. So, da ist er wieder. Ups. Hat er dich mitgenommen? Ich bin irgendwie einfach rein. Keine Ahnung. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Findet die Archive des Sultan Soltun? In den trostlosen Sanden. Also wir suchen jetzt hier noch Archive. Aber nicht mehr in dieser Folge, würde ich sagen.
Nee, das ist, glaube ich, ein super Zeitpunkt gerade. Also ja. Das ist durch. Jetzt müssen wir wieder suchen, suchen, suchen. Taschen sind voll, das werden wir einfach zwischen den Folgen machen. Ich glaube, das ist ein super Plan. Ja, ich finde auch, dass das ein guter Plan ist. Ich bedanke mich für euer Zuschauen oder wir wahrscheinlich. Ich glaube, ja, du, Cloud, danke. Ja. Wir haben weiterhin viel, viel Spaß. Also zumindest empfinde ich das so. Das ist so total tiefenentspannt, Leute. Glaubt uns das. Das ist easy. Total leicht. Und wir haben das schon so schwer. Ja, wir haben den Schwierigkeitsgrad extra angezogen, um euch das entsprechende Erlebnis bieten zu können. Und trotzdem fühlen wir uns nicht gewertschätzt vom Spiel. Nein, wir schnetzeln uns da einfach so durch. Ich bin mal gespannt, wann wir auch für Mütze kriegen werden. Ja, das wird wahrscheinlich schon in der nächsten Folge sein, nachdem wir so die Fresse aufgerissen haben. Aber das werden wir erleben. Ne? Das Spiel wird uns quälen. Das wird uns ganz lange in Sicherheit wiegen. Ja, aber das werden wir alle sehen, hoffe ich. Ja. In diesem Sinne, danke und tschüss. Tschüss.